Und da sind wir zurück in Albero bei Let's Play Blasphemous. Wir gucken ein bisschen weiter und an dieser Stelle erst noch mal vielen Dank für die vielen Kommentare aus der letzten Folge. Ich freue mich über Viech, Noxairie, Hiesel93. Das ist gerade das, was mir gerade in der Übersicht angezeigt wird. Mac Unknown und Aaron Song. Oh, so. Und heute gucken wir uns das hier mal genau an. Hiesel93 hat geschrieben, um zumindest etwas zu zitieren, dass die Story nicht mehr so ganz bekannt ist, auch die Charaktere nicht mehr. Deswegen gucken wir uns das jetzt hier mal genau an. Oh, die Versehrten und die Gewaschenen. Kann ich mit dir reden? Nein, kann ich... Ah, ich kann mit dir reden. Sorrowful be the heart, penitent one. Welcome to Albero. Sanctuary to this humble brotherhood of the kissers of wounds. Few remain here who can still employ it. But Tirso is my name. There are few of us who still care for the sick and ailing. With devout kisses, we bless the wounds of those who seek our protection. Thus both we and they remain at the mercy of the miracle. Time outside these walls passes by strangely. In sundowns we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under set skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. Schön Lippenstift zum besseren. The will in the miracle shall show you which ones they are. Wenn die nicht zugucken, werde ich mich mal am Gesäß ein wenig ritzen, dann gucke ich mal, was hier passiert. Aber ich denke mal, man sollte hier auch den Dialog ausschöpfen. Time outside these walls. But if you're sorrowful. Okay, das hatten wir also schon. Ich wollte schon das hier ignorieren, aber dann sah ich den Schatz hier. Und wir haben den Taubenschädel. Okay, der Taubenschädel ist offensichtlich eine Rosenkranzperle. Sehr makaber, aber hier nicht wunderlich. Die Wege des Mirakels sind sonderbar. Rüstet Rosenkranzperlen für eure Rosenkranz aus, um die Eigenschaften des Büßers zu verbessern. Das sind wir. Findet zusätzliche Knoten, um die Anzahl der ausrüstbaren Rosenkranzperlen zu erhöhen. Das sind augenscheinlich Buffs, die ich größtenteils beim damaligen Anspielen kann ich... Okay, man kann so runterspringen. Wir gucken erstmal... Hier unten geht's weiter. Da sind die Schuhputzer aktiv. Ein bisschen schade, dass man nur mit der einen Person da reden kann, aber ansonsten wäre das vielleicht hier ein bisschen viel... Oh Gott, diese Armen! Was ist wohl passiert mit ihnen, dass sie derartig von Wunden übersät, versehrt und vielleicht vom Kriege, vom Kämpfen gezeichnet sind. Schau mal erstmal hier. Wow. Penitent one, you who carry the painful guilt in your cracked hands. Lend it to us and alleviate our burden. To us and wipe away our tears. Because it is an act of penitence. Der verdrehte Jesus ist ein Vampir, ein Bluttrinker. Die Tugend von Mea Culpa ist erschienen. Besucht Mea Culpa Schrein, um die Macht eures Schwertes zu vergrößern. Ihr könnt auch Tränen der Abbitte, das Pendant der Seelen, wenn man das mit Souls Games vergleichen würde, investieren, um Kampftechniken freizuschalten. Besucht zusätzliche Schreine und erhöht Mea Culpas Stärke, um Zugriff auf noch machtvollere Techniken zu erhalten. Ja, wir werden am Anfang jetzt ganz schön mit Begriffen und so weiter zugeschüttet, aber es ist immerhin aus meiner Sicht besser als Falsi und Lissi. Und RCS. So, wir haben Mea Culpa. Achso, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Wir haben dort oben eine 1.
was bedeutet die 1? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht den Mea Culpa-Schrein an der Anzahl 1 gefunden haben, aber 7 erscheint mir doch insgesamt ein bisschen viel. So, ah, das kostet. Oder es ist die Stufe 1. Das kann natürlich auch sein. So, letzte Worte. Der Büßer führt eine vierte Combo als Vollstreckungsangriff aus. Okay? Sündiger Grimm versieht die Klinge mit der Macht von Mea Culpa, so kann der Büßer deren volles Potenzial in einem einzigen, aber unglaublich verheerenden Angriff entfesseln. Bei so einer die Kombo-Auslastung ist auch etwas, wie soll ich sagen, etwas weit weg von uns. Okay, nutzt die Fallenergie aus großen Höhen für einen kraftvollen Sturzangriff und der heilige Stoß der Büßer nutzt den Ausweichschwung, um die am weitesten entfernten Gegner mehr... Oh, das klingt interessant, aber da habe ich noch nicht genug Euros für. Okay, das klingt interessant. Freischalten. Achso, freischalten X, aber ich... Ich muss gedrückt halten, verstehe. Interessant ist auch... Moment. Achso, stimmt, das ja war zu teuer. Deswegen, Moment, ich habe gerade den Aufladeangriff gesteigert, aber eigentlich wollte ich das haben. Warum habe ich das so gemacht? Okay, die Stufe ist nicht gestiegen. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es noch andere Dinge für Stufen und dergleichen. Okay, dann gehen wir mal zum Taubenschädel. Der Schädel eines Vogels, zu einer Zwinge gebohrt. Seine Zerbrechlichkeit stärkt die Verteidigung des Büßers geringfügig. Wir hören uns die Sage an. An dem Morgen, an dem man die Scheiterhaufen errichtete und die schaurigen Klagen der Verurteilten an die gleichgültigen Ohren der Inquisitoren drangen, kam eine weiße Taube vom Himmel herab, setzte sich auf die Schulter eines der Gefangenen und ließ sich mit ihm verbrennen. So, ich dachte schon, letztes Abendmahl gegessen. So, okay, unsere Verteidigung ist gerade ein kleines bisschen gestiegen. Was heißt ein kleines bisschen? Ich habe... keinen blassen Schimmer. Oh. Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Geil. Okay, wir haben eine Tür. Und wir haben mehr Items. Das Fersenbein von Persia, dem Banditen. Ja, der hat mal so viel Stoff gegeben, dass ihm das Ding abgefallen ist oder so. Oh, cool, dass das direkt im richtigen Menü landet. Das wird ein LP, wo ich sehr viel vorlesen werde, offensichtlich. So, Persian wurde von seinen Landsleuten gefürchtet. Er suchte Arm und Reich heim und beging seine Taten stets allein. Als er sich kurz vor seinem Tod nach Albero schleppte, hatte niemand Mitleid mit ihm. Ich weiß noch aus meinem... Ich hab nur ein paar Stunden gespielt. Ich weiß gerade nicht, wie viele es gewesen sind. 5, 6? Weiß ich nicht. Also, den nächsten Boss kenne ich, wie gesagt, noch. Das war's. Ich weiß, es gibt einen Raum, in dem man viele, viele, viele Knochen... Ich glaube, da unten geht's weiter. Also, zumindest sehe ich da noch Grafik. Oder man findet hier entsprechend viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 3, 24. Ich hoffe, das war richtig. Das sieht aus wie ein Säckelein. Was soll's? Also es gibt einen Raum, in dem man diese Knochen dann abgibt. Ich nehme mal an, wenn man den Raum dann komplett voll geknöchelt hat. Ach, scheiße, jetzt geht hier langsam die Sonne... Die entweihte Zisterne. Frage mich, ob ich jetzt hier schon sein sollte. Ich glaube nicht. Andererseits, wir gucken uns erst noch mal ein kleines bisschen hier um. Und dann gehen wir in die Zisterne. Guck mal, ob wir da weit... Vielleicht ist das ja auch der Knochenraum, den ich gerade erwähnt habe. Oh, hallo Alter, wie geht's dir? This lowly servant greets you, O penitent one. Sei gegrüßt, kleiner Wicht, und bekling, stehe er mir zur Verfügung. Welcome to the ossuary of all those who will be eternally remembered. My duty is none other than to provide shelter to each and every one of these skeletal remains that linger under these intangible veils of dust. It matters little how many years or centuries have passed. The bones speak to us through their creaking and grinding and through their silence. But these remains need one another in order to reveal the truth they still guard within. Only together, in intimate brotherhood, will they achieve eternal rest. For this, they beg that you help them. Bring them before me, and in this way, we will uncover the truth that they have silenced. Gerne, wir bauen uns einen Knochengolem.
The bones thank you for your help, O virtuous penitent one. Das hoffe ich doch, denn die belegen wertvollen Inventarplatz, wovon wir unendlich Bring viel haben. The bones before me, and we... Okay, das Ding jetzt hier... Es hat seinen Ort gefunden, glaube ich. Verdammt nochmal, den ganzen Tag ist die Sonne verhangen. Aber jetzt, wo ich aufnehme, plötzlich... Oh, dem verkacke ich seine Aufnahmeerfahrung. Heute und für alle Tage im Frühling. Also, die Sonne. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich habe keine Ahnung, wo mich das jetzt hier hinführt. Testen wir mal. Also, die Kacke da soll einem, glaube ich, auf den Kopf fallen. Und wie wir gesehen haben, es lohnt sich, Wände anzugreifen und sie zu schleifen. Oh. Okay. Hier zumindest nicht weiter. Ich frage mich jetzt gerade, ich glaube, die Zisterne... Ach, keine Ahnung. Ich weiß... Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das Land der Köpfe. Du hast da aber ein ziemlich krasses Tattoo auf der Brust. Warum bist du übrigens so groß? Two faces greet you, penitent one. My name is Nacimiento. Look at my chest, upon which an ancient visage grows older and older. A face that does not speak, that does not think, while mine becomes younger, such that I now look like a child. Such a terrible sentence is this, that I do not understand its purpose. No matter how much I reflect on the sin that I may have committed to deserve it, the grace of the miracle is present even in those who are punished. Perhaps I might reduce the magnitude of this sentence by helping you. Bring me the quicksilver, which is capable of flourishing under our feet in any place at the whim of the grievous one. And I will mix it with the bile from your flasks, thereby enhancing its gift. Ob die Lebensmittelkontrolle das abnimmt, da Quecksilber ranzumischen? Okay. Also den Typen, den ich meine, dass ich den schon mal getroffen habe, aber ich glaube, ich hatte noch nie irgendwas, um hier was zu tun. Also ich kann jetzt, glaube ich, nichts tun. Also wenn wir Quecksilber finden, dann bekommen wir, glaube ich, mehr Lebenspunkte für je nach Flasche dazu. Und Gallenflasche opfern, keine Ahnung, was das tut. Drehen der ab, bitte. Wir werden es wohl herausfinden. Ja, das hattest du gerade, glaube ich, schon. Ich habe keine Ahnung, ob man NPCs hier hauen darf. Deswegen, jemand, der mir meine Heilleistung verbessert und damit wahrscheinlich maßträglich zu meinem besseren Überleben beitragen wird, dem tue ich erstmal nichts an, würde ich sagen. Oh, Berge der endlosen Dämmerung. Oh, der lässt es sich gut gehen. Oder auch nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier an den Bergen... das sieht aus, als würde es einbrechen. Lasst uns erstmal in der Zisterne verweilen. Hoffe ich, falls ich hier wieder rauskomme. Jawohl! Ah, gib mir dein Quecksilber, Bursche! Oh nein! Oh nein! Der Gibber! Der Caregiver! Natürlich. Oh, nein, 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 nein. Okay, offenbar ist hier Ende im Gelände und die Glockenlady, die ich noch aus Bloodborne kenne, lässt diese Viecher jedes Mal wieder auferstehen. Okay, dann können wir hier anscheinend nicht abkürzen und es ist vielmehr ein Rückweg. Und schauen wir mal hier entlang. Oh, la, la, la. So, wie war das? Die Taste gedrückt halten? Oder so? Hallo, Stirnnacken! Oh! Aha! Meine Waffe ist stark genug gegen den Stirnnacken. Okay. Nice. Ich hab schon wieder vergessen. Ah, das war parieren? Oder war das? Nee, das war, glaube ich, die Taste. Hab ich schon wieder vergessen. Haha! Nein! Kleiner Sack! Okay. Vernicht die Kust. Ah! Oh! Schätzelein. Der Mittelhandknochen von Hodges, dem Schmied. Mal sehen, was da noch dranhängt. Der Schmied Brandon Hodges stellte die Edel... Oder ist das... Ist das der richtige Name? Das erscheint mir eher so spanisch oder portugiesisch zu sein.
Ist, glaube ich, auch von Spaniern oder Portugiesen gemacht worden, das Spiel. Brenda Nordges stellte die edelsten Waffen von Custodia her. Sie wurden selbst von der gesalbten Legion getragen. Das Schicksal wollte es, dass er durch eine seiner eigenen Waffen zu Tode kam. Ja, das nennt man Ironie des Schicksals, fürchte ich. Achso, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich glaube, ich werde das so machen wie in den letzten Metroidvanias, die ich gespielt habe, beispielsweise Ori. Oh. Stirnacken, dass ich, habt ihr das gesehen? Ich bin so ein bisschen gehopst, weil ich die Taste gedrückt hielt, wie mir mitgeteilt wurde von Noxie Algier, genau. Dankeschön, danke, danke. Was passiert hier unten? Arme Irre? Okay, ansonsten scheinbar nichts weiter. So, du kleines Luder, wirst mich nicht aus dem Konzept bringen. Oh, wir halten gedrückt. Yeah! Oh! Okay, die Frage ist... Geh mal weg hier. Ob es da auch Geheimnisse geben könnte. Deswegen wir testen. In den Wänden. Es ist kein Donkey Kong Country, aber... Nachdem ich jetzt schon in der ersten... Also ersten richtigen Episode was gefunden habe. Okay. Also was ich sage... Was ich sagen wollte ist... Ich spiele so lange, bis ich einen Schrein oder sowas gefunden habe. Das wollte ich jetzt nicht, dass ich jetzt ausmache. Ich weiß noch, dass man hier, wo Holzvertäfelungen an der Wand sind, dass man mit der Hilfe der eigenen Waffe hier hochsteigen kann. Und nein, man braucht hier mitnichten irgendeine Art der besonderen Fähigkeit, wie es in anderen Spielen der Fall wäre. Komm ich da? Ich wünschte, ich hätte mich für den scheiß Sturzangriff entschieden. Ah, hi. Oh, oh. Hallo, Fetzor. Auf Wiedersehen, Fetzor. Wiedersehen. Oh, da läutet ihr das Glöckelein. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, das wird schwer zu überleben hier. Schnell, spring hoch, mein kleiner Freund. Sonst hat die Trauernde um dich geweint. Kommt er wieder? Aha! Ich kann mich ducken, du Sau, dumms. Ich bin schon heilfroh, dass sie einem nicht hier wehtun, während sie durch einen durchrollen. So. Oh, da oben war ein halbgeteilter. Ich liebe es. Wie war das Heilen nochmal? Hier war das Heilen. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass ich bis zum nächsten Punkt durchhalte, einmal frei. Achso, ich kann. Okay, ich kann einfach hier durch. Okay, das, was jemand anders angefangen hat, können wir beenden. Yeah, wir haben es durch den Berg geschafft. Das massive Bergwesen hier. Oh! Tor, der fliegende Donnergott. Wir werden ihn vernichten. Ah, die Füße wegholzen. Mit Adelholzener. Wow, oh, wow, 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 Junge, Junge, komm nicht wieder. Okay, das kam ein bisschen flott. Oh! Perpetuas Schutz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, ehrlicherweise. Aber der kommt vielleicht wieder, kann ja sein. Perpetuas Schutz, Band aus purpurfarbenem Stoff, sorgfältig aufgerollt und nach alten Salbölen duftend. Die Soldaten der gesalbten Legionen hüllten ihre Körper in diese weichen, mit schützenden Ölen getränkten Bänder, was im scharfen Kontrast zu ihren schweren Rüstungen stand. Die Entschlossenheit des früheren Trägers bietet Schutz gegen Blitzattacken. Aha! Estra, sagst du? Fragte der Soldat. Dieser Wahnwitzige konnte den Tod seiner Schwester nicht verwinden. Er spricht zu ihr, als wäre sie immer noch an seiner Seite. Manchmal scheinen sie sogar zu streiten. Er ist vor langer Zeit verschwunden und wurde nie mehr gesehen. Estras mit. Okay. Ja, das hätte ich vorher gebraucht, deswegen... Ich hoffe mal, es gibt noch weitere Gegner mit Blitzattacken. Ich frage mich, ob ich von hier aus jemals wieder nach Hause komme. Oh, oh. Okay, oh, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich an den hier. Das bedeutet, ich habe das Gebiet mit dem Boss, den ich kenne, gerade übersprungen. Oh, penitent one. We traverse strange roads under the same firmament. With nigh other trade, nigh other name. My name is Redento.
barefoot pilgrim of the Order of the Genuflectors. Prithee, taketh nigh affront in my not looking at thy visage. For we at each moment lean forth, so as not to divert our eyes from the path. We are before Hondo, a great buried bell, erected upside down so that its ringing would make the earth tremble and reach distant lands. Now Hondo resoundeth in a deep triune moan that traveleth in echoes through its broad spiraling circles. My feet wish to cross to the other side of this ancient valley, to move on to the next destination. Oh, my sins! Who could help me? Offensichtlich ist der Switch-Bildschirm im Portalmodus zu klein. Ich habe den Typen damals, als ich das da gespielt habe, für nackt gehalten. I halt here to look for a crossing to the other side, so as to continue my penance in wandering. Ah, don't let it be a disturbance to thee, penitent in guilt, for my feet will find their long-awaited walking. Penitent one, may thy trade silence neither thy spirit nor thy frame. Okay, dem werden wir versuchen, über die Straße zu helfen, aber das geht noch nicht, weil die Straße ist bis jetzt noch nicht so richtig zusammengebaut. Hondo! Das ist nicht irgendwie Western? Oh, thank you! wir trinken auf unser Wohl. Mal sehen, ob ich den nächsten Dings noch erreiche. Oh lala! Oh! Das war der falsche Knopf. okay. Wow, die halten ja... Aber was aus. Okay. Oh, ich weiß auch nicht, ob ich da lang sollte. Okay, mal sehen, ob wir es noch überleben. Ich muss Glöckchen vernichten. Ich glaube, wenn sie so leuchten, kann man Finisher machen, aber das war mir gerade ein bisschen zu heikel hier gerade, ehrlicherweise. Okay. Ah, ein Heblor. Y. Okay, wir haben einen Aufzug. Oh, fuck. Die habe ich eben gar nicht gesehen. Wow. Okay. Nein, nu. Okay, achso, jetzt läuten sie doch nicht mehr. Okay. Aber ich fürchte, den Läutenden müssen wir trotzdem die Belieben. Genau. ja, komm her. Du Sack. Oh. Ich weiß gerade nicht mal mehr, ob wir unsere Items behalten. Das Schulterblatt von Carlos, dem Henker. Moment, kann ich... Cheesen, oh yeah. Okay. Schön hier rüber. Gucken wir mal. Dieses Miststück von Gegner. So, ich werde es timen. Ich habe es getimed. So. Ich hoffe, dich brauche ich nicht für später. Okay. Das ist ein... Vielleicht brauche ich den doch, um an die Schatztruhe da zu kommen. Ich hoffe nur, dass ich aber bald den nächsten Altar mal erwische. Altar. Oh. Ich frage... Nein, Moment. Magie. So. Okay. Was? Oh, die haben aber ordentlich Tinte auf dem Füller. Okay. Haha. Wusste doch, ich habe noch Magie. Au! Hör auf zu klatschen! Oh, ich habe nicht mehr viel zum Zurückklatschen. Okay, dafür ist der Dingelstyp weg. So, ich glaube, da komme ich erst später wieder. Okay, so nicht. Oh, Moment, ich kann springen von der. Ja, so ging das. Oh, ein Altor! Ein Altor! Schnell drauf, du Lump! Ja!
Nein! Ja! Es ist alles in bester Ordnung hier. Gar kein Druck. Ich hoffe, du gehst nicht noch weiter runter. Scheiße, ich komme gar nicht da hoch, wa? Fark. Mir fällt mein Headset gerade runter. Oh, verdammisch. So, Moment, ich muss eben mein Headset richten. So, jetzt aber. Oh, so, also. Langsam. Oh. Aber sicher runterfallen. Gucken wir mal. Oh, ja! Okay, das geht auf. Ist das gut? Ich hab... Scheiße, ich muss irgendwo hin. Okay. Was haben wir da hinten? Da hinten habe ich was gesehen. Da hinten habe ich was gesehen. Achso, das sind Viechers. Okay, Viech vernichtet. Nicht den Viech, den ihr jetzt meint. Okay. Das bedeutet... Aha! Oh. Okay, rüber hier. Wo ist der verdammte kleine Hebel? Ha, da ist der Hebel. Ich habe den Hebel gefunden. Das ist die Frage, was ist da unten, ne? Ich weiß nicht, ob die Gegner... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Gegner wiederkommen. Deswegen, gucken wir uns ein andermal an. Ja, benutze es. So, langsam. Nicht runterfallen, bitte. Wir haben noch etwas vor heute. So, nämlich den ersten Bildschirm tot noch eine Weile hinauszuschieben, wenn es denn geht. Okay. Da geht... Ne, das Ding gate eben schon, ne? So, rüber. Geht hier jetzt auch was? Jetzt macht mich nicht schwach, Leute. Aber habe ich irgendwas übersehen oder wie oder was? Warum ist hier nichts? Oder muss ich doch da runter? Ich habe keine Ahnung. Ich will es nicht. Okay, da muss ich vielleicht doch dort runter. Verdammt! Ich habe doch hier nichts übersehen, oder? Das war das eine Teil? Tja. Wenn doch, dann habe ich Glück gehabt. Okay, dann komm. Okay, hier geht's auf hier. Wir fallen nochmal. Ah! Ein Ding! Was in Ketten gekettet wurde. Ja, dann muss ich erstmal hier unten weiter nämlich machen. Okay, dann werden wir den ersten Bildschirmtod vielleicht doch jetzt bald erleben. Da wollen wir noch nicht runter. Gott. So, das überlebe ich doch. Jawohl. Achso, das ist dafür da, damit wir wieder zurückkommen. Okay. Oh, verstanden. Ein Speicherpunkt. Ein erreichbarer Speicherpunkt. Wenn ich bitten darf. Uff. Wie mache ich das denn jetzt? So. Oh Gott, da unten ist ein Drecksvieh. Okay, Drecksvieh kommen wieder. Oh Gott, er hält aus, er hält. Ho. Nein. Nein. Ach komm, spring. Runter. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank hat der Zauber das Ding zurückgeworfen. Gott sei Dank. Ui. Okay, kann ich das Ding oben hauen und gleichzeitig mich hier dran flanschen? Warte! Okay, ich, diese Scheißviecher! Ich muss dieses Ding irgendwie loswerden. Ich kriege es nicht los! Nein! Ich habe es kommen sehen. Heilige Scheiße, das ist aber hier echt ein langer Weg ohne Speichermöglichkeit. Okay, dann lassen wir es erstmal bleiben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich drücke doch hier, bitte. Hallo? Okay. Das sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Uiu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